Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Mozzalza. Mit dabei natürlich wieder die ganzen Konsorten. Das erinnert mich an den komischen kleinen Geckos. Und zwar Dosch. Danke, hallo. Michu. Der erinnert mich nicht an einen Gecko. Was? Der Esther. Und wie hieß der andere noch? Marc. Hallo. Nein, jetzt aber wieder. Wie jetzt angerannt an den Bulletten. Ich wollte caven gehen, ne? Ich mache es bei mir erstmal so ein klein wenig generell Aufbau, Nahrungsaufbau und so. Das habe ich schon getan. Ja, du hast. Ich habe das tun lassen. Ich wollte schon gerade sagen, du hast deine Aussklaven. Ja, nee, die Sklaven sind alle eingesperrt. Ja, immer aus Haussklaven. Wenn ich mal caven gehe, nehme ich auch mal vielleicht den Eimer mit. Hä? Wo sind die Eimer hin? Hm? Ich glaube, ich baue mir hier so auf dem kleinen Tümpel, den ich habe, baue ich mir eine Hütte. Apropos Tümpel, da fällt mir gerade ein, ich müsste mal so eine Schere machen. Die war ja so, ne? Aber hier? Ja. Eine Shears habe ich mir gebastelt. Oh, ich habe Salz von Mechanism. Cool. Hab ich einen ganzen See von voll, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Normalerweise würde ich sagen, mach da mit Salzwasser, aber. Zack, zack, zack. Ja, mein kleiner See ist Salzwasser. Erstmal das ganze Clay hier abbauen. Ihr habt da irgendwo hier ein Loch gehabt, oder? Hatte ich nicht gerade. Nein, ich weiß, was ich zuerst machen wollte, bevor ich caven gehe. Und zwar, mir fällt es ein, hier, und zwar den Balken Weapon Mod. Weapons Mod. Du wolltest eine Knarre basteln, ne? Genau, ich wollte mir eine Knarre basteln. Ich glaube, ich sollte doch ganz schnell aus dem Display aussteigen. Du wohnst doch weit genug weg. Naja. Vielleicht baut er ja. Weiß nicht. So weit weg, dass du genügend Vorwarnung hast, wenn er losläuft. Zigorins Außenposten. So, ich wollte mir nämlich eine Muskete basteln. Ach, das eine auch Muskete noch. Mit einem Steinbajonett. Das Steinbajonett wird einfach nur Cobblestone Stick gemacht, weißt du? Sticks habe ich. Cobblestone hier. Holz. Ich schaue mir das gerade mal an. Ob ich denn. Hab ich vergessen, Holz. Ne, das Holz habe ich dir gegeben, ne? Du hast mir Holz gegeben. Haha. Mist. Habe ich überhaupt noch Holz? Stick, 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 stick. Schlag doch mit deiner nackten Faust einen Baum ein. Genau. Wer hat nackt gesagt? Toll. So, erstmal machen wir uns das den Gunstock. So, Gunstock fertig. Was ist das denn hier? Flint and Steel. Genau, Flint and Steel wird mit Eisen gemacht. Was für ein Eisen? Standardrezepte heißt nicht, dass sie logisch sind. Richtig. So, dann habe ich jetzt einen Musketenbarrel. So, die beiden verbinde ich jetzt miteinander und habe eine Muskete. Stuck. Dann kommt darauf, eigentlich könnte ich ja auch einen mit einem Iron Bayonet machen, ne? Minus 0,2 Knockback. Weißt du, was auch noch gehen könntest? Du könntest auch einfach gar keine Waffen machen und in Frieden leben. Nein, mir geht's ja gar nicht darum. Von der Welt in Frieden. Ein Iron Knife mache ich jetzt mal. Die beiden kombiniere ich und habe jetzt eine Muskete mit einem Iron Bayonet. Alles klar. Dann brauche ich aber noch Musketen Rounds. Dafür brauche ich Gunpowder, Iron. Gunpowder habe ich 4 Stück. Ein noch ein bisschen mehr gehabt. Nee. Papier. Reicht genau, um die herzustellen. Das ist schön. So, das heißt Papier, Gunpowder und das Eisen kommt oben hin, also kriege ich jetzt insgesamt 32 Musketenkugeln. Moskitoskugeln. Ach, das Eisen wollte ich noch mitnehmen, ich blöd Hammel. Ich bin gerade am überlegen, wie ich bei mir das Haus aufbauen soll. Ich wollte mir ja so eine kleine Hütte machen auf dem Tümpel hier. Ja. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich die aufbauen soll. Das Ding? Ah, so, Maskete ist geladen. Cool. Kann ich das nicht auch hier einsetzen? Warte mal eben. Möge der Weltkrieg beginnen. Jo, das geht sogar. Oh Gott. Das ist cool. Kriegt noch jemand Angst? Sehr schön, das hat funktioniert.
Ach, wieso sollte ich Angst kriegen, wenn dein Mann mit Waffen rumspielt? Kann ich ja gar nicht verstehen. Was? Hier bitte Sarkasmus einfügen. Ich spiele noch nie mit Waffen rum. Nein. Wieso will ich mit Waffen rumspielen? Ja. Mein Gott, nur weil ich ein Gewehr in der Hose habe, oder was? Oh, Mann. Ich dachte, jetzt würde der Vergleich zu einer Pumpgun kommen und nicht Gewehr. Ja, der hat schon ein bisschen nachgelassen, ne? Ja, das macht das Alter, weißt du? Bam. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Und zwar würde ich sagen, habe ich nämlich hier ein dickes, fettes Loch gesehen. Und da gehe ich jetzt mal rein. Ach, du bist bei Wishu? Nein. Boah, war da echt war heavy, fies. Alter. Das war gerade unter Schildgürtel. Kriegst du noch von mir eine Entschuldigung? Glaubst du, dass ich mit dir noch spreche? Ah, hier ist ein Dungeon. Oder hier ist vom Dungeon noch eine Ebene. So. Ganz kurz, aber ich glaube, bei der nächsten Gamescom treffen wir uns aus Sicherheitsgründen lieber nicht. Warum nicht? Oh, ich treffe dich. Das, das ist das Blöde. Die Frage ist, wo? Die Frage ist, mit was? Oh, das ist natürlich dann noch heavy. Ich glaube, ich sollte ganz schnell rennen hier auf dem Server. Oh. Also ich bin jetzt in den Dungeon gekommen. Ne, wollte ich aber nicht. Ich wollte hier erstmal in Ruhe weiter caven. Hast du dich da von außen reingebrannt? Nee, hier ist so ein Loch. Von unten. Wenn wir gleich mal so ein paar Upgrades auf die Spitzhacke friemeln, glaube ich. Aus meiner letzten Java-Erfahrung gelernt. Ich habe jetzt eine Treppe nach unten gebaut und nicht mehr gerade runtergegraben. Ja, das sollte man sowieso nie tun. Das ist auch schon keine Ahnung wie lange. Ja, aber vorher hat die Karte die verschiedenen Ebenen angezeigt und da hat es einmal kurz nicht getan. Esther? Ja? Was hast du mit meiner Wolle gemacht? Mit was hab ich gemacht? Meine Wolle. Ich hatte eine Wolle irgendwo lagern. Und die Wolle? Gar nichts. Na, okay, die habe ich sogar noch im Inventar. Ja, gut, dann. Solltet auch Cotton in deinem Inventar haben, richtig? Ah, da unten ist einer. Warte mal, kann ich das jetzt mal. Komm, ich knall dich mal ab. Hat der überhaupt Schaden gekriegt? Wenn du schon so fragst, würde ich sagen, nein. Doch, er hat Schaden gekriegt. Schade. Brauchst du noch mehr Obsidian? Und er ist tot. Drei Schuss mit einer, keine Ahnung. Warte mal noch. Kannst du mit Obsidian was anderes und Portale auch machen? Also Obsidian kannst du mir auch gerne vorbeibringen. Ich kann es mir noch nicht abbauen. Auch ich. Obsidian vorbeibringen? Ich habe eine bessere Idee. Wenn du Obsidian haben willst, kommst du bei mir vorbei. Ist mir zu weit. Ja, aber ich soll für dich hinterher rennen, oder was? Ja. Aha. Sie ist die Frau, sie hat recht. Ich bin immer noch böse auf dich. Auf mich? Nein, auf mich. Doch, natürlich. Dachte schon. Was machst du da? Weißt du, sie ist böse, obwohl ich dir so viel gezeigt habe in diesem Modpack. Soll ich will das Fische züchten. Diese schönen Samen, die man sich anbauen kann. Du hast zwei Wörter benutzt, die man niemals benutzen sollte. Lol, ich habe in der Wand einen Dropper gefunden. Da drinnen war eine Karte, The Factorization. Also ein Buch. Ja, das hatte ich auch schon mal. Echt? Ja. Und ein Stahlschwert habe ich bekommen. Achso, das war ja vom Zombie gerade. Bin auf Höhe 52, das ist mir ein bisschen zu hoch. Ich will tiefer gehen. Tiefer. Erstmal Tinder bauen. Davon habe ich noch nicht so 31. Viel. Ich bin auf 31. Ich bin gerade auf 52. Und jetzt kommt Dosch. 63. Yes. Er hat verloren. Was denn? Nix, was schon. Ich suche immer noch Diamanten. Ich will eine Spitzhacke, damit ich Obsidian abbauen kann. Wir haben zufällig 3 Stück. Mach doch Obsidian. Beziehungsweise wir haben 2 Turtles, irgendwie, keine Ahnung. Esther hat einen Turtle gebaut, ja, warum wusste nicht, dass er schon hat. Obsidian abbauen. Ja, oder ich einfach. Suche Obsidian. Aber irgendwas suche ich hier unten. Hallo.
Das ist der Büwi. Hallo Büwi, willkommen in der Aufnahme. Mir fällt jetzt gerade mal wieder auf, was ich noch für ein Soundpack installiert habe im TS. Ja, warum? Ich hatte mir von P3 noch ein Soundpack installiert gehabt und... Also, hallo Büwi. Hallo Büwi. Hallo nochmal, willkommen in der Aufnahme. So. Wieder. Ja? Wie lange lebst du das? Gerade gestartet. Naja, gerade. Keine Ahnung. Oh, ich hab einen Timer vergessen zu starten. Hast du einen Timer gestartet? Ich starte mir jetzt generell nie einen Timer. Ich lasse eigentlich durchlaufen immer. Achso, du nimmst ja so am Stück auf, wa? Ja. Ich mache immer gerne mit An- und Absagen. Absagen. Ja. Ich sag immer ab. Oh, irgendwas kommt da. Nein! Der kam jetzt sehr beflach. Bibi? Ja, hier? Ich hab gehört, der will schon zu mir kommen. Daniel will zu dir kommen, oder so. Wenn das ihm in Daniel Soundbar, weil. Bam! Ja, farmt recht gern. Ist runtergefallen. Weichei. Was soll man sagen? Ja, warte, wann ist es war gestorben. Mist, ich hab. Ich bin so schlau und ich hab nichts zu essen mitgenommen. Soll ich was sagen, hatte ich eben auch nicht. Keine Ahnung. Fuck. Ich sollte mir aber. Hier ist auch eine Spalte. Weißt du, wenn man hier, ich will in der Folge caven gehen. Und was habe ich nicht mit? Essen. Alter. Ich bin stolz auf dich. Ich merke das auch schon. Das klappt doch schon mal so. Aber ich finde das richtig geil. Bei der 1.7-Version, das mit Lorna, das glaubt, sagt sich bei mir, was ein ewig lang Lorna jetzt da. Das ist sofort fertig, ja. Gold 2-3 Minuten dauert es ungefähr. Ja, voll. Weißt du, aber jeder schreit immer von wegen, ja, wir wollen dich updaten. Nur der Poldi ist einem so ein bisschen angefangen, okay, aber ist ja egal warum, wie du das hast. Ach so, ja. Ja, ja, ist ja egal warum. Ey, yo, komm her. So. Aua! Du schlägst mich mit einer Diamantschaufel. Oh, lass die, drop die mal bitte. Nicht droppen, nicht droppen, nicht droppen. Ach, den Kopf droppen lassen, das nehme ich auch. Yes! So farm ich mir auch die Rüstung zusammen. Was hat denn der drauf? Blast, Protection and Land, Handy! Handy! Danke! Bei Mariculture gibt's ja auch Copper? Okay. Ja. Bei Mariculture gibt's ja so verschiedene Wege, die du gehen kannst. Entweder auf die Fischzucht oder einfach nur bauen. Gibt ja auch ein bisschen Maschinerie da. Bauen gibt's ja auch. Damm, so. Damm. Die Schuhe ist still. Die sind ja nochmal ein bisschen angefressen, denn glaube ich. Ja, das Mikrofon gemutet. Warum hat das Mikrofon gemutet? Ich habe mich gemutet, weil ich ganz am Husten bin. Ich bin so erkältet. Erkältet bist du. Da musst du Eiweiß zu dir nehmen. Ach nein. Nein, danke. Ich habe keine Halsschmerzen. Ich bin nur ich kann dafür sorgen, dass du Halsschmerzen hast. Dann musst du Eiweiß nehmen. Da haben wir beide was von. Nein. Schade. Sehr knapp. Bitte meine Einbau. Toll, ich habe nichts zu essen mitgenommen, ich blöd Hammel. Ey, meine Timer funktioniert nicht. Wieso funktioniert mein Timer nicht? Jetzt muss ich meine Timer. Das ist schön. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Das ist eine gute Frage, ne? Ja, aber das ist wirklich eine gute Frage. Zwei Typen, die aufnehmen und keiner stellt einen Timer. Ich stelle nie einen Timer, wie gesagt. Ich lasse einfach durchlaufen. Das habe ich noch nie gemacht, Alter. Könnte doch da runtergehen. Ich hole mir erstmal was zu essen. Also ich muss erstmal hoch. Ich glaube, ich bei mir jetzt erstmal so ein bisschen was die Gegend aus. Echt? Oh, die ersten Trauben sind gewachsen. Trauben? Ja. Ich habe ein Problem. Welches? Hier zurück. Hast du dich verlaufen? War ich hier lang? Ist ich hier lang? Ja, er hat sich verlaufen. Nein, da lang? War ich jetzt hier lang oder was? Hier rechts. Ah, hier ist ein Spawner. Ach, wisst ihr was? Ich gehe durch einfach hier in den Spawner lang. Und ich habe eine Armee der Untoten, die auf mich zukommen. La 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 la.
Was denn? Haben wir leise, ich habe einen Flying Picket. Was, was? Ich habe einen Hut bekommen. Ein fliegendes Schwein. Nur damit hat er den Creeper verarscht, der hat den Schwein auf dem Kopf. Was war? Der Creeper hat sich voll getan mit dem blöden Schwein auf dem Kopf. Oh, schlafen gehen. Wie viele sind wir auf dem Server? What the fuck, Spinnen? Lass mich mal rein hier. Willst du die Koordinaten wissen, wie wir? Moment, ich leg mich mal hin. Moment. Oh, mir geht's noch nicht so gut. Mir fehlt noch genau eine Wolle. Einer fehlt noch. Einer muss schlafen gehen. Ich bin doch. Hm? Hast du das gleich mitgenommen, was du da? Weißt du, was ich gefunden habe? Habe ich mitgenommen. Was? Sehr schön. Komm mit mir. Ja, komm, ja. Und tot. Wer ist tot, du? Ja, das hat man auch so schön im Chat gesehen, ne? Ne, ich hab grad gegen Zombie gekämpft. So. Ja, ich hab grad, war gerade im Menü, ich hab gar nicht auf das Shit grad geachtet. Deswegen. Kann man unternehmen nicht auch. Ey, genau. Man kann ja auch aus Stones. Man kann auch Stone Sticks machen. Und die mit Kohle verbinden. So. Kann man nämlich einmal, kann man nämlich Steinfackeln machen. Nicht. Nicht. Baby. Ja. Ja, was ist das für tolle Nacht? Na, scheiße. Also was sagt man eigentlich? X ist ohne Verficker. Und Z ist 2100. Und bau dir ein Boot. Ist eine Insel, weißt du? Ja, wir sind mitten am. Am Arsch der Welt. Mexiko? Mexiko, Finger am Po. So. Hier sollen wir jetzt mit dem Lasser echt nicht die Fresse aufreißen, ne? Au! Das greift mich ja auf. Warum 100 zu minus 2000, oder? X minus 150, Z minus 2100. Ist eine Insel. Oh. Also bau dir ein Boot, dann bist du schneller. Esther, wo bist du? Bei deiner Turtle. Gut, ich geh dann jetzt mal hier so ein bisschen strippen, meinen. Aua! Auf mich anzugreifen, du Kackvieh! Au! Also da. Guck mal. Hier. Ich muss mal eben ganz kurz Leben regenerieren. Warum habe ich jetzt so verkackte Sticks hier mit? Mit welchem Befehl funktionierten die Dörtel? Normalerweise gab es ja einen Befehl irgendwie von wegen Help oder Info oder so, dann hat er was gesagt, aber. Ja. Gucken, ob das funktioniert. Aber da. Ne, nicht das Fragezeichen, Mann. The heck. So, jetzt greife ich mal ganz kurz hier das Skelett an. Nee, keine Ahnung. Wunderschönes Eisen. Es hat ja dieser Todesheini gemacht, ich weiß nicht, was er das gemacht hat. Ah! Sigurin! Ich habe ihm den Kopf abgeschlagen, erst den linken Arm, dann den rechten, erst den linken Arm, den Kopf und dann den rechten Arm, Alter, und der Vieh hat immer noch gelebt. Sigurin! Yes! Bei der Manning Dörtel, welchen yes. Befehl muss man eingeben, dass man die ganzen Befehle sieht? Das heißt, die was programmiert sind. Einfach Programs eintippen. Dann siehst du, ob ich komme da drauf sind. Richtig? So. Das weg. Bitte kommt der Anodage Programs. Und bei uns gibt's Blueberry-Saft und Äpfel. Ich hab schon mal Gold jetzt. Ja, wie es aussieht, können wir jetzt offiziell unter zweites Bett machen. Ja? Boah, was für ein Luxus. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben keine Schafe, was sollen wir machen? Ich habe auch keine Schafe und ich habe sie schon im Bett. Können wir einen mit einschmelzen noch? Kopper und Kopper. Zack, zack. So, ich mach jetzt mal. Ich frag mal wirklich nicht, wann eine Kantaloupe ist. Ja, was? Einen Baum verprügeln. Eine Kantaloupe oder eine Zucchini. Obwohl. Was? Ich hab ja gesagt. Wissen, was eine Zucchini ist? Ja, da habe ich mich auch nicht versprochen. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Mann, ich wollte mir ja genau. Ich wollte mir was zu essen mitnehmen. Hab ich.
Die bringen mir wieder voll aus dem Konzept hier. Immer wieder gern. So. So, Caven. Essen habe ich. Ich wollte gerade fragen, diesmal hast du Essen eingepackt. Ja, habe ich. Aber diesmal gehe ich in eine andere Cave-Ecke. Caven-Ecke. Caven? Ja, ich gehe mal direkt in die Spalte hier hinten. Sehr schön. Der erste. Sehr schön. Ich habe gerade den ersten Essenz-Seed bekommen. Apropos, sehr schön. Wir sollen gleich mal so langsam die Aufnahme beenden. Ja, das ist auch ein schönes Ende. Dort hat ein Essenz-Seed, ne? Und. Genau. Was? Würde ich sagen. Tun wir mal so. Ja. Okay, meine Lieben, da würde ich sagen, bei mir leckt es gerade. Ich habe Frame-Einbrüche. Frame-Einbrüche! Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bei mir und bei dem Dosh, bitte. Na? Ganz genau, auch für euch bei mir. Auch richtig. Bei Sigurin vorbeischauen. Ja, ja, wir sind überhaupt nicht geil. Nein, wir doch nicht. So, danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ja, die Anfänge sind natürlich ein bisschen eintönig. Aber das wird sich mit der Zeit ändern, sobald wir auf Blood Magic und Co. gehen. Weil Blood Magic ist, glaube ich, das erste, wo ich gerne einschalten möchte. Ja, ich würde es wahrscheinlich, schätze ich mal, direkt so, auf. Zu diesem, weil meine Nase kribbelt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Euer Sigurin sagt, abonniert es gerade, schmeckt gut. So, tschüss. Tschüss. Der Rest hat auch tschüss. Ja.